Brawl Stars hat mir ein geheimes Paket geschickt. Ich würde sagen, Leute, wir kommen jetzt zum Highlight. 3, 2, 1. Junge. Gebe gerne Creator-Code Lukas im Shop ein. Im September verlose ich jeden Tag 25 Euro iTunes oder Google Play an einen Gewinner. Nehmt einfach den Kauf mit Juwelen auf, packt das auf Instagram in die Story und markiert mich. Dort wird auch immer der Gewinner bekannt gegeben. Hey Leute, ich bin Lukas und herzlich willkommen zu meinem neuen Brawl Stars Video. Und Freunde, heute gibt es ein so krasses Video. Brawl Stars hat mir ein geheimes Paket geschickt, was ich jetzt heute öffnen werde, Leute. Ich bin so gespannt, was drin ist. Es hat tatsächlich wahrscheinlich auch etwas mit dem kommenden Update zu tun. Denn, Leute, ich habe hier das Paket am Start und wir sehen einfach mal schon auf dem Paket steht Star Park, Leute. Ihr wisst, was es damit auf sich hat. Auch die Webseite starpark.biz, die von Brawl Stars veröffentlicht wurde, Leute, lässt auf diese Update-Theorie schon mal schließen, dass Brawl Stars so dieser ganz große Themenpark ist und so weiter, Leute. Ihr habt auf jeden Fall wahrscheinlich schon einiges dazu gehört, von Clash Games zum Beispiel auch. Und hier haben wir einfach mal dieses Paket geschickt bekommen. Also ich zumindest, ich glaube, ein paar weitere auch aus Deutschland, Leute. Einfach zu crazy. Ich bin so gespannt, was hier drin ist, Leute. Lasst schon mal ein Like da. Und ja, ich habe natürlich schon diese Adressaufkleber abgemacht und so weiter. Und schon mal die Sachen aufgeschnitten, aber ich habe noch nicht genau reingeschaut, Leute. Bin so gespannt. Okay, wir werden jetzt einfach mal das Ganze öffnen. Okay, hier zieht man das so raus, Digga. Ich bin so gespannt, ne? Ey, also es wird auf jeden Fall, denke ich mal, was mit dem Update zu tun haben. Wegen dem Star Park. Das Paket kam übrigens aus den USA einfach mal. Echt crazy, Leute. Hat einen weiten Weg hinter sich, das Paket. Oh mein Gott, Freunde. Hier sehen wir es. Und ich würde sagen, wir öffnen es einfach mal das erste Mal hier. Let's go gemeinsam. Und boom. Let's go. Okay, das erste, was wir hier sehen, ist einfach mal ein Zettel. Oh mein Gott, Leute. Mit dem neuen Logo oben. Crazy. Please do not share post about the contents of this package until September 5th at the earliest. Okay, Freunde. Das heißt, ich darf das Ganze eben am 5. September erst hochladen. Das heißt, leider kann ich das früher eben nicht machen. Und genau, das ist quasi einfach nur so ein Zettel, der darauf hinweist, so, yo, bitte nicht vorher zeigen. Crazy, Alter. Und der hat auch dieses neue Logo, wie gesagt, schon am Start. Ihr seht es hier oben. So, jetzt bin ich mal sehr, sehr gespannt, Leute. Wir haben hier einfach mal ein bisschen Müll am Start. Oha, oha, Leute. Ich mach den mal weg und dann bin ich mal extrem gespannt. Oder warte mal, ich greife einfach mal hier so random in etwas rein und hole das einfach mal raus. Okay, so, das... LOL. Okay, das erste, was wir haben, ist einfach mal O-Pieper, glaube ich, ne? LOL. Einfach mal so als Karte ist das am Start hier. LOL. Okay, hier ist auch was Komisches auf der Rückseite. Also das auf jeden Fall, denke ich mal, O-Pieper. Star Park steht so. Das sieht aus wie so eine Retro-Spielkarte. Wir greifen mal wieder weiter rein. Ah, LOL. Okay, hier ist noch was. Mhm. Und zwar LOL. Oh mein Gott. Einfach mal ein Pin. Ein Star Park Pin. LOL. Richtig, richtig nice, Freunde. Okay. Ja, dann kann man sich so quasi, ne, auf Klamotten drauf pinnen sozusagen. Mega, mega cool. So, Freunde, hier seht ihr es jetzt auch nochmal scharf. Nice. Auf jeden Fall, weiter geht's, Leute. Ich will mich nicht spoilern lassen. Ich gucke jetzt natürlich einfach nur, was hier noch so drin ist. Aha. LOL, okay, noch ein Pin. Crazy. So, ich hoffe, ihr könnt das auch sehen. Und zwar ist das so ein Spike, einfach mit so einer Nase. Und was steht da drauf? Das ist Kaktük. Mühke, keine Ahnung, ob das Russisch ist vielleicht. Ich muss mal meine Mom fragen. Vielleicht kann die mir das übersetzen. Es sieht aus wie Russisch eben. So, Leute, jetzt die Frage, was ist hier noch drin? Oh mein Gott, Digga. Also, da sind natürlich auch größere Sachen drin, wie man schon merkt, auf jeden Fall. Aha, okay, hier habe ich noch was. Oh, Leute, ich würde sagen, das holen wir einfach mal raus. Let's go. Warte mal. Oh, ich will es jetzt nicht kaputt machen. Oh mein Gott. LOL. Was geht denn jetzt ab, Digga? Einfach mal. Okay, was ist das überhaupt? Star Park. Okay, das ist auch das neue Logo hier. LOL, das ist so eine Krone oder was? Oh mein Gott, ich will das jetzt nicht kaputt machen, natürlich. Aber ich glaube, das ist so als Art Krone gedacht, die man sich aufsetzen kann. Ja, doch, ich glaube schon. Was geht denn jetzt ab, Alter? Was? Okay, Leute, ich bin total verwirrt gerade. Ich will das jetzt echt nicht kaputt machen. Aber ich glaube, das kann man sich so auf den Kopf eben raufhauen. Warte mal. Oh mein Gott, Digga. Aber ich bin mir echt nicht sicher. Weil ich will es natürlich ehrlich nicht kaputt machen. So.
Also ich weiß nicht, Freunde, wie das genau gedacht ist, aber so richtig passend tut es mir auf jeden Fall nicht. Ich habe keine Ahnung, Digga. Aber auf jeden Fall, es könnte so eine Art Krone sein, aber vielleicht bin ich auch komplett lost. Aber auf jeden Fall eine heftige Sache. Ich habe keine Ahnung, was das ist, aber okay, ist auch hier in dem Paket drin. So, Freunde, oh mein Gott. Ich würde sagen, ich zeige euch das jetzt hier mal so. Und wir holen das hier raus, was uns hier schon ins Auge blitzt hier. 3, 2, 1 und... Oh mein Gott, Digga, es ist einfach mal ein T-Shirt oder was? Wir müssen mal gucken. Lol, WTF, ein Starpark-T-Shirt. Okay, in so einem Retro-Style auf jeden Fall auch, ne? Ja, Ehre, Ehre, Ehre. Also das ist sehr interessant, Leute. Das erinnert mich so ein bisschen an so, ja, so die 80er, 90er irgendwie, keine Ahnung, damals. Und ja, auch in L, lol, ist sogar meine Größe. Ist auf jeden Fall Ehre. Habe ich nicht angegeben übrigens meine Größe, soweit ich weiß. Und ja, Freunde, auf jeden Fall eine nice Sache. Ist halt ein Starpark-T-Shirt, ne? Aber, Freunde, ich glaube, wir kommen jetzt mal zum Highlight. Ich weiß nicht, ob hier noch irgendwas drin ist, weil, also, ich glaube zum Highlight, weil hier ist noch so eine große Box drin, Leute. Ich würde sagen, Leute, wir kommen jetzt zum Highlight. 3, 2, 1. Boom, Junge, was? Official Character Mask. Was geht ab, Junge? Oh mein Gott. Happy Kaktus. Ja, ist das Spike oder was? Das frage ich mich gerade. Lol. Oh mein Gott, die haben wir auch schon gesehen auf diesem einen Bild, was auf Twitter gepostet wurde mal. Von diesem kuriosen Paketboten. Alter, was ist das denn? Ah, hier unten steht auch was. Collect them all. Lol, ich hab gar nicht alle quasi. Es gibt noch Döner Mike, Poco, Mr. Peter scheinbar und... Lol, der Nita gibt's auch. Warum war ich den nicht? Nee, Spaß auf jeden Fall. Lol, das ist einfach mal eine Maske. Ich glaube, sonst ist hier nichts mehr drin. Nee, das war's auch mit dem Paket. Lol. Ich habe keine Ahnung, was uns das jetzt schon wieder sagen soll. Aber das ist crazy, Leute. Ich weiß gar nicht, ob ich die überhaupt auspacken will. Aber ich mache das auf jeden Fall mal für euch. Ich hoffe mal, dass man dabei nichts zerstört. Oha, Freunde, was geht schon wieder ab? Ja, Supercell macht schon großen Wind um das Update. Ah, Leute, man kann es einfach hochziehen. Das ist natürlich sehr gut. Da muss man nichts kaputt machen oder so. Let's go. Oh mein Gott. Junge, wie krass ist das eigentlich? So, das legen wir jetzt einfach mal hier vorsichtig hin. Und jetzt haben wir hier einfach mal die Maske am Start. Was ist das, Digga? Oh mein Gott. Guckt es euch an. Es ist einfach mal eine Maske. Also, ich weiß nicht, meine Theorie ist irgendwie, das muss ja eigentlich Spike sein, oder? Ich bin mir ehrlich gesagt nicht so sicher. Okay, man kann die sich hier auch aufziehen, Leute. Ich mach das einfach mal. Lol. Okay, ich will es halt wieder nicht kaputt machen. So, das ist halt, es ist zwar so dehnbar schon, aber ich pass mal auf. Oh mein Gott, Digga. Lol. Oh mein Gott, Digga, was geht jetzt ab? Was? Lol. Okay, Freunde, das ist auf jeden Fall ein bisschen weird, aber ja, hier bin ich auf jeden Fall am Start. Moin, moin. Ich hoffe, ihr habt keine Angst vor mir jetzt, Leute. Ich sehe ein bisschen gruselig aus, muss man schon sagen. Alter, ich mache heute das wieder ab. Alter, Junge, Junge, Junge. Okay, crazy, Alter. Ja, also ich muss sagen, ich bin ein bisschen verwirrt von dem Paket, um ehrlich zu sein. Wir können ja mal auch kurz noch auf ein paar Details hier eingehen. Also wir haben die Maske natürlich am Start, ne? Da steht, you're a star. Also es deutet halt alles auf diesen Themenpark hin, ne? Der auch schon angeteasert wurde. Alter, so viele Einzelteile, die sich irgendwie zusammenfügen bei diesem Update. Einfach nur heftig. Obwohl es eben ein Mini-Update scheinbar werden soll. Ich weiß gar nicht, wie ich das beurteilen soll, aber... Okay, also wir haben hier Official Character Mask. Spike, Happy Kaktus. Okay, also es soll ja wahrscheinlich Spike sein. Fits most human face. Also passt den meisten menschlichen Gesichtern. Alles klar, aber nicht alle, oder was? So, dann haben wir hier noch Quality Costume. Okay, das ist halt so wie in diesem Style von damals irgendwie gemacht. Hier haben wir nochmal das Ganze. Da haben wir noch so ein paar Detailbeschreibungen quasi. Okay, Lifelike Features Vision Great Eye Holes. Okay, lol. Hey, das ist echt witzig. Also kein Plan, Leute. Wir haben natürlich jetzt also insgesamt die Maske am Start. Wir haben das T-Shirt mit Starpark auf jeden Fall. Das hat sogar einen niceen Stoff, muss ich sagen. Dann das hier. Ich habe keinen Plan, was das ist, Leute. Wenn ihr das wisst, schreibt es auf jeden Fall. Und dann haben wir eben noch die Pins am Start, ne? Und die Opipa Sammelkarte. Und die hat hier irgendwie das hier. Ich könnte mir vorstellen, also ich bin mir nicht sicher, was das ist. Eventuell hat jeder Creator eine eigene Sammelkarte bekommen und das fügt sich zu einem großen Bild zusammen. Ich weiß es nicht. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher. Also könnt euch gerne einen Screenshot davon machen, ne? Und dann könnt ihr das auf jeden Fall gerne mal vergleichen mit den anderen Creatoren. Heftig, Leute. Aber ich bin ultra froh, dass mir Supercell sowas zugeschickt hat. Wirklich vielen, vielen, vielen Dank auf jeden Fall an das Supercell-Team, dass ich sowas zeigen kann eben. Und ja, Freunde, ich hoffe, ihr habt das Video auf jeden Fall gefeiert. Lasst unbedingt ein Like da und schreibt eure Theorien zu diesem Paket.
Paket rein. Was geht hier schon wieder ab, Leute? Ich habe gar keinen Plan, aber es ist auf jeden Fall sehr krass. Hoffentlich kommt dann auch bald Brawl Talk und das neue Update, Leute. Ich würde sagen, das war's dann für heute mit dem Video und ciao, ciao.